Schlägt der Topscorer heute wieder zu? Das ist die große Frage dieses Spiels. Die Antwort gleich bei EA Sports. Bleiben Sie dran. Die Fans sind bereit. Wir sind bereit. Sie zu Hause hoffentlich auch. Frank Buschmann sowieso. Und damit ein herzliches Hallo von Wolfuß und mir. Die heutige Partie heißt Würzburger Kickers gegen den 1. FC Kaiserslautern. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Hier haben wir die Einblendung, so läuft die Heimmannschaft heute auf. Gucken wir auf die Formation, ist ein 4-4-2 heute bei ihnen. Ist eine eher klassische Anordnung, glaube ich, kann man so sagen. Zwei Viererketten, dann die beiden vorne drin und dann gucken wir einfach mal, wie sie das dann wirklich auf dem Feld umsetzen. Und da haben wir die Startformation der Gäste. Sie wollen das Spiel heute breit machen, versuchen es mit einem 4-3-3. Da dürfte viel über die Außen gehen, über die beiden Außenstürmer. Er schießt! So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Orhan Ademi. Zuck. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Mast. Orhan Ademi. Da ärgern sie sich. Ballverlust. Kaufmann. Sie kommen über den Flügel. Und die Situation geklärt. Macht er ihn. Orhan Ademi. Daniel Hägele. Anthony Syre. Der Ball ist weg. Gibt's jetzt einen Gegenangriff. Ganz wichtig in dieser Szene, der Verteidiger holt sich den Ball. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Wird das eine Torchance? Der Linienrichter hebt die Fahne und das auch zu Recht. Da kam der Pass vielleicht einen Tick zu spät. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Super Pass! Das hätte sein zweites Tor heute sein können. Aber er macht ihn nicht. Trotzdem, gutes Spiel bisher. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Tolles Zuspiel. Und da ist die Szene auch schon wieder zu Ende. Kaufmann. Und da ist der Ball wieder weg. Orhan Ademi. Mast. Das könnte gefährlich werden. Das ist ein Foul. Freistoß. Ball kommt rein. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Daniel Hägele. Orhan Ademi. Gut aufgepasst. Die Flanke wurde abgeblockt. Zuck. Kaufmann.
Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Und zur Pause haben beide Teams noch alle schon. Die Spieler sind zurück. Die zweite Hälfte beginnt. Super dazwischen gegangen. Zuck. Guter Schussversuch. Oh, er trifft die Latte. Er zieht ab. Der geht. Er versucht's. Kein guter Volley. Ja, hätte hier gerne das Tor gemacht. Sah auch zunächst gut aus. Aber dann fehlt einiges. Orhan Ademi. Eine gute erste Hälfte hat er da gespielt. Er macht das gut bis hierhin. Hat sein Tor gemacht und in einer weiteren Szene ja wirklich etwas Pech gehabt. Sonst wäre das schon der Doppelpack gewesen. Da zieht er ab. Oh, Latte, da wäre der Treffer beinahe gefallen. Stark gemacht eigentlich. Ich weiß nicht, ob er den gehalten hätte. Hier gibt es einen Wechsel beim 1. FC Kaiserslautern. Ja, der neue Mann soll natürlich jetzt hier nochmal neue Ideen bringen. Jetzt schießt er. Und jetzt die Chance. Er versucht. Der Ball ist drin. Vom Pfosten geht der Ball ins Tor. Jetzt steht es 2:0. Das dürfte ihnen Ruhe geben. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Da kommt die Hereingabe. Er trifft die Latte. Er zieht ab. Gleich kommt der Eckball. Sie müssen aufpassen. Wenn Sie hier noch was mitnehmen wollen, müssen Sie nun reagieren. Das tut der Trainer auch. Er bringt einen neuen Mann. Die Ecke kommt und er schießt. Der Gegner war dran. Noch ein Eckball. Der Ball kommt rein. Da kann sich die Abwehr erstmal wieder entspannen. Patrick Göbel. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Der Ball ist im Aus. Das gibt Einwurf. Jetzt muss er hier neue Impulse setzen. Sie liegen hinten und er versucht es mit einem Wechsel. Da steht er gut. Er kann dazwischen gehen. Und jetzt der Schuss. Und da klingelt es im Kasten. Einseitige Nummer. Sie liegen ganz klar vorne. Oh, da geht er volles Risiko rein mit seinem Tackling. Der Angriff könnte was werden. Und das ist der Ballverlust. Jetzt gibt's Eckstoß. Ecke kommt. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Der Ball ist im Seitenhaus. Einwurf. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Kurzer Blick zur Uhr. Viertel, tolles Zuspiel. Das ist sein Spiel. Immer auf Höhe der Verteidiger. Wenn es gut geht, hat er freie Bahn. Aber hier war es abseits. Den Ball spielt er raus. Schöne Bewegung. Da kann er klären. Gut aufgepasst. Jetzt ist das Spiel gleich um und man muss sagen, spannend war es nicht heute. Dazu waren sie zu überlegen. Enes Bütüki, schöner Pass. Klasse gemacht. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Geklärt hier, aber keine schlechte Gelegenheit. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren.
Wir schauen auf die Uhr. 5 Minuten sind es hier noch. Patrick Göbel. Anthony Syre. Kaufmann. Daniel Hägele. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Nachspielzeit sind 3 Minuten. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Anthony Syre. Daniel Hägele. Kommt jetzt die Flanke rein? Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Und da ist es vorbei, da kommt der Schlusspfiff.